Spotify for Artists, Apple Music for Artists, YouTube for Artists und Co. Was gibt es hier eigentlich alles? Was bringt dir das und solltest du dich dort überall anmelden? Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß! Hi, ich bin Yannick von Artistent. Wir helfen MusikerInnen dabei, sich auf eigene Faust eine nachhaltige Karriere aufzubauen und mit ihrer Musik die Welt zu verändern. Deshalb findest du auf unserem Kanal Videos zu sämtlichen dafür relevanten Themen, viele praktische Tipps und echtes Insiderwissen. Und es wird jede Woche mehr. Also, falls du es noch nicht getan hast, dann lass unbedingt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber erstmal ab zum heutigen Video. So gut wie jeder Streaming-Anbieter hat eine extra Plattform für Musikerinnen und Musiker. Dort findest du in der Regel eine Vielzahl an Statistiken über deine Musik und deine Fans, kannst meistens dein Künstlerprofil anpassen und hast außerdem oft noch weitere sehr hilfreiche Features. Heute schauen wir uns mal kurz an, welcher Streaming-Dienst sowas eigentlich anbietet und wir klären, ob du dich dort überall anmelden solltest. Fangen wir vielleicht mal damit an, welche Künstlerplattformen es so gibt. Alle Links zu den jetzt dann angesprochenen Plattformen findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Angefangen bei der bekanntesten und wahrscheinlich wichtigsten Plattform Spotify for Artists. Hier kannst du unter artists.spotify.com dein Profil claimen. Dort erwarten dich einige super relevante Statistiken, du kannst dein Profil in vielerlei Hinsicht anpassen und außerdem gibt es dort den Spotify for Artists Pitch. Hier kannst du einen Song pro Release vor Veröffentlichung direkt an Spotify schicken und dich damit für die heiß begehrten Editorial Playlists bewerben. Spotify for Artists ist in meinen Augen die wichtigste Plattform. Spotify for Artists ist in meinen Augen die wichtigste Plattform in dieser Hinsicht und sollte unbedingt in deinem Repertoire sein. Weiter geht's mit Apple Music for Artists. Das Ganze erreichst du über artists.apple.com. Auch hier bekommst du hilfreiche Statistiken und kannst dein Profil anpassen. Super viel mehr gibt es aktuell leider noch nicht. Du kannst zum Beispiel deine Lyrics hochladen, aber das geht ja auch anders, wobei Apple hier in letzter Zeit wirklich immer mehr nachlegt. Vielleicht wird das Angebot also in den nächsten Monaten nochmal erweitert. Nachdem Apple Music aber oftmals auch ein relevanter Streamingdienst ist, solltest du dieses Profil auch bei Gelegenheit mal anlegen. Amazon Music bietet dir so einen Service auch und ist unter artists.amazonmusic.com erreichbar. Hier gibt es ebenfalls sehr interessante Statistiken, sogar einige, die du bei anderen Plattformen nicht bekommst, darunter zum Beispiel Superfans oder den sogenannten Sprachindex. In diesem Sprachindex wird dir angezeigt, wie sehr deine Musik über Amazons Alexa gestreamt wird und wie du dort so performst. Außerdem gibt es ähnlich wie bei Spotify auch hier einen Pitch, mit dem du deine Musik bei Amazon Music direkt einreichen kannst. Und darüber hinaus gibt es das sogenannte Spotlight-Feature, mit dem du deine Musik zusammen mit einer persönlichen Sprachnachricht mit deinen Fans teilen kannst. Anhören können sich das aktuell leider nur Fans aus den USA, hoffentlich auch bald bei uns. Amazon Music wird, gerade durch die globale Verbreitung der Echo- bzw. Alexa-Geräte, immer relevanter als Streamingdienst. Gerade mit diesen ganzen Einblicken und Features also definitiv auch interessant. Als viertes gibt's noch Deezer for Creators unter creators.deezer.com. Hier kannst du dein Künstlerprofil anpassen, bekommst hilfreiche Statistiken und kannst deine Fans sogar zu einem gewissen Grad kontaktieren bzw. erreichen. Also auch keine schlechte Sache. Und abschließend gibt's auch noch YouTube for Artists, welches du unter artists.youtube erreichst. Das ist leider ein bisschen umständlicher, weil du hier erstmal einen offiziellen Künstler-Account über deinen Vertrieb erstellen musst. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, an so einen Künstler-Account zu kommen, aber in erster Linie solltest du dich hier zunächst mal an den Support von deinem Musikvertrieb wenden. Die sollten dir eigentlich helfen können. Danach hast du aber auch hier einige sehr interessante Features und Möglichkeiten und, das ist dir bestimmt schon aufgefallen, du hast deinen normalen YouTube-Account und es gibt in der Regel von deinem Musikvertrieb auch noch die sogenannten Topic-Channels. Da werden deine Songs in der Regel mit Artwork von deinem Vertrieb hochgeladen. Bei diesen offiziellen Künstler-Accounts werden diese beiden Kanäle zusammengefasst, das heißt, deine Musik wird offiziell auch auf deinem persönlichen Account veröffentlicht. Wenn du das Ganze machen kannst, solltest du das also unbedingt tun. Welche dieser ganzen Plattformen lohnt sich jetzt aber wirklich? Grundsätzlich solltest du dich meiner Meinung nach überall zumindest mal anmelden und dein Profil claimen. Allein schon, um überall ein richtiges Profilbild und eine Biografie zu haben, lohnt sich das schon. Diese ganzen Plattformen sind ja kostenlos, also hast du auch in der Hinsicht nichts zu verlieren. Und außerdem sind die Statistiken super hilfreich. Je mehr du über deine Fans und die Performance deiner Musik weißt, desto besser.
Trotzdem ist natürlich Spotify for Artists aktuell mit Abstand am wichtigsten. Gerade durch diesen Spotify-Pitch und der gigantischen Größe und Relevanz von Spotify lohnt sich das Ganze definitiv. Bei allen anderen solltest du dich wie gesagt wenn möglich anmelden, dann aber überlegen, was für dich wirklich relevant ist. Es macht natürlich keinen Sinn, täglich bei Deezer for Creators reinzuschauen, wenn du von dieser im Monat 10 Streams zum Beispiel bekommst. Demnach würde ich einfach mal schauen, welche Plattformen für dich relevant sind und wo sich ein tieferer Einblick lohnen könnte. Immer mal wieder bei allen reinschauen macht aber durchaus Sinn. Wirklich regelmäßig überprüfen, alles aktuell halten etc. solltest du aber zumindest bei den für dich relevanten Plattformen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich bei diesen Plattformen noch sehr viel tun wird in Zukunft, weil sich jeder Anbieter immer mehr pro Artist positioniert. Allgemein tut sich in unserem Business ja sehr viel zum Wohle von Musikerinnen und Musikern und das merken natürlich auch die Streaming-Anbieter und wollen sich hier entsprechend positionieren. Halt hier also definitiv die Augen offen und claime deine Profile frühzeitig. Nimm dir also gerne bei Gelegenheit mal ein bisschen Zeit, melde dich überall an, aktualisiere deine Profile und spiele ein bisschen auf den ganzen Plattformen rum. Da gibt's verschiedenste Features, die echt cool sind. Es kann dir auf jeden Fall nur zugutekommen. Wie vorhin schon gesagt, findest du alle Links zu den Plattformen in der Videobeschreibung unten. Und wenn dich das Thema Spotify for Artists, der Spotify Pitch und allgemein dein Wachstum auf Spotify näher interessiert, dann haben wir auch hier etwas für dich. In unserem E-Book Spotify 101 lernst du, wie genau diese Plattform funktioniert, wie du den Algorithmus auf deine Seite bekommst und dort so richtig durchstartest. Du erfährst, welche Faktoren für deinen Erfolg wichtig sind, wie du diese gezielt zu deinem Vorteil verwenden kannst, wie du deine Chancen auf Spotify Editorial Playlists maximierst und vieles, vieles mehr. Außerdem gibt es darin eben auch Video-Tutorials zu Spotify for Artists und dem Spotify for Artists Pitch. Wenn dich das also interessiert, dann schau gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich einen Link für dich reingepackt. Das war's jetzt aber erstmal wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch sehr gerne ein Like da, das würde uns wirklich extrem helfen und zeigt dem Algorithmus, dass du und vielleicht auch viele andere Artists unsere Videos hilfreich finden. Und falls du es noch nicht getan hast, dann klick auch unbedingt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.